Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Jetzt geht's los, wir fahren auf die Botanica, das erste Jungpflanzen-Event an diesem Wochenende. Und jetzt packen wir erstmal die Tasche, denn wir haben noch 19.25 Uhr abends am Vortag und werden jetzt erstmal die Pflanzen und die Taschen packen. Und dann geht's morgen früh um 4 Uhr aus dem Bett raus und um 5 Uhr los ins Auto. Ja, das wird ein cooles Video, Botanica 2022, viel Spaß beim Video, los geht's. So, was nehmen wir mit? Eine 12er Kiste von meinen Paprika Kira, dann schöne alte Sorten Tomaten, die sind noch etwas kleiner, aber es sind ja nur 2 Wochen Unterschied zwischen den großen da hinten. Da nehmen wir nämlich eine große Kiste und das sind alles gelbe Tomaten. In der Mitte eingequetscht die Artischocken, links die Gurken, hier eine Kiste Wassermelone, 2 Tabak, 2 Aubergine, Luffa, mexikanische Minigurke, Erdbeere, Erdnuss, Zitronengurke und in der Mitte Hokkaido, Äffelkern wollte welche haben. Also für alle was dabei. Und jetzt sehen wir uns morgen früh wieder. Hört mal, hört ihr die Vögel zwitschern? Wir haben mittlerweile ja gut 20 vor 6. Wir wollten eigentlich um 5 Uhr losfahren. Aber ich habe gehört, die anderen sind auch noch nicht so früh dran. Deswegen geht's jetzt los. Ja, ich freue mich. So, wir sind angekommen in Hamm auf der Botanica und haben auch schon ausgeladen. Das haben wir jetzt aber sehr schnell erledigt, deswegen konnten wir nicht filmen, aber ich zeige euch jetzt mal, wie wir das aufgebaut haben. Wir sortieren noch ein bisschen, mal ein bisschen schön, aber wir haben schon mal ausgeladen und jetzt gehen wir mal in die Halle rein. So, die Coolen sind auch dabei. Lukas von Freizeitgarten und Davis, Naschgarten YouTube. Coole Bilder auf jeden Fall. Habt ihr die bei der gleichen Dings machen lassen? Bei der gleichen Seite? Die haben ja genau den gleichen Hintergrund. Ja, geil, ne? Hab ich selber designt. Habt ihr gut gemacht? Ja. So, als erstes hier in der Halle zeige ich euch jetzt mal den Aufbau der einzelnen Garten-YouTuber-Stände. Viel, viel verschiedenes Gemüse. Wir sind aber so ziemlich die einzigen. Ich glaube, 2 weitere Gemüsestände sind hier und einmal Saatgut. Und natürlich gehe ich nachher auch einmal rund, aber ich zeige euch erstmal so unseren Aufbau hier. Und ich fange mal bei meinem Stand an. Rechts von mir ist Arthur, da gehen wir gleich mal hin. Dann haben wir hier die Tomaten aufgebaut, Erdbeeren, Erdnüsse und Tabak. Paprika Kira geben wir hier auch dazu, Kartons haben wir dabei. Hier auch nochmal die Paprika Kira dann als Pflanze zu erwerben. Dann Artischocken, Zitronengurken, die Luffa. Hier die Luffa und die mexikanischen Minigurken hier. Hinten Aubergine und Hokkaido, Wassermelone, Einlegegurken und was haben wir hier nochmal, die Salatgurken, genau. Und so sieht dann mein Stand aus. So, der Stand vom Gartenpapa. Hier gibt es eine gratis Chili-Pflanze pro Person dabei, wenn man die Etagenzwiebeln kauft. Die Einnahmen gehen zu 100% in Ferienspaßaktionen und soziale Projekte vom Gartenpapa. Finde ich sehr cool, ist ja ähnlich wie bei uns mit dem Jungpflanzenverkauf. Hat ja auch die coole Aktion mit dieser Saatgutbibliothek und finde ich einfach sehr cool. Werde ich wahrscheinlich nachher auch noch was mitnehmen. Da stehen schon die Tomaten von Davis, von Naschgarten YouTuber. Wir gehen einmal rund und dann zeige ich euch das alles. Ich hoffe übrigens, die Tonqualität hier ist gut, weil es in der Halle und schallt, aber ich denke, der Ton passt, oder? Gemüse ist geil von Kleingarten Ünver, der Stand ist hier aufgebaut. Bisschen weniger als die anderen, aber auch coole Pflanzen. Wir halten hier eh den Gemüseschnitt sehr hoch, weil sonst, könnt ihr mal rüberschauen, da sind überall Zimmerpflanzen, da sind Kakteen, da sind Zimmerpflanzen. Da vorne sind noch so Bonsai-Bäume. So, dann bin ich bei Davis bei Naschgarten YouTube. Tomatenjungpflanzen 1 Euro. Hier stehen schon welche und schaut euch mal die coolen Blätter an. Richtig cool und da steht auch noch ordentlich Nachschub. Und hier gibt es noch so selbstgedruckte schöne Visitenkarten dabei. Coole Idee auf jeden Fall. Ja, und danke an dieser Stelle an Flora Gard. Die haben uns letztes Jahr zu unserem Jungpflanzenverkauf diese Kartons hier zugeschickt. Davon haben wir noch so viele über, die reichen noch für heute Botanica und morgen Jungpflanzenverkauf. Also danke Flora Gard für diese coolen Pflanzenkartons. Bitteschön. Ja, danke schön. Hier bei Davis und beim Lukas sind die Sorten auch noch ausgedrückt. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Bayaya. Sieht aber sehr krass aus.
ziemlich viel drin. Czerny. Habt ihr die Czerny, Czerny Prinz Czerny genannt? Czerny, ja. Oder ist das die Czerny Prinz? Ja, ne? Ja. Wobei die unter vielen anderen Namen ist, ne? Ja. Wie macht ihr das denn hier? Die kenne ich, die habe ich schon mal zugeschickt bekommen, die Sorte vom Davis. Und hier geht's dann direkt rüber zu Lukas von Freizeitgarten. Folgt uns doch auf Instagram und Co. Tue ich schon. So, das erste Event in diesem Jahr mit Arthur von yes, Bodenständig. Endlich. Was sagst du zu deinem neuen Kanalnamen? Gefällt er dir? Ja, sonst hätte ich den ja nicht getauscht, den Namen, ne? Perfekt. Ja, die Frage ist eher, was du davon hältst. Mir fällt schwer, ich habe dich auch noch als Arztgarten eingespeichert, weil ich immer so gesagt habe, Arthur von Arztgarten. Mhm. Hat sich irgendwie so eingebrannt, aber ich finde Bodenständig genauso cool, weil es auch mit der Zeitschrift, irgendwie kannte man den Namen ja schon für dich. Ja, ja, eben. Gewöhnst du dich auch dran? Gewöhne ich mich auch dran. Hier steht ja alles voll mit Bodenständig, den Stand, den zeige ich euch jetzt mal. Und wir sehen uns ja dieses Jahr noch öfter. Wir gehen wieder auf die GartenCon und weitere Garten-Events bis zum Erftstadt. Ja, klar. Nächste Woche sehen wir uns in Erftstadt. Also genau, nächstes Wochenende schon wieder, wa? Genau, nächste Woche Garten-YouTuber treffen in Erftstadt. Da sehen wir uns schon wieder. So, das ist der Stand von Arztgarten. Hier gibt es die Bodenständig zu erwerben. Dann hier hat er ein schönes Banner aufgebaut, Paprikas und Sachen, die man auch bei Arthur im Shop bekommen kann. Schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Und natürlich jede Menge Jungpflanzen. Das waren jetzt schon mal alle Stände hier und wir sehen uns dann gleich mal mit einem kleinen Rundgang durch die Halle. So, jetzt bin ich hier am Stand vom Organico. Und zwar sind das biologisch abbaubare Töpfe. Ich habe, glaube ich, gehört aus Maisstärke in verschiedenen Varianten. Ziemlich cool. So. Da ist schon einiges los, aber leider nur bei den Zimmerpflanzen. Bei uns hält sich's noch in Grenzen. Also hier ist noch nicht so viel los. So, mein kleines Fazit. Also wir verkaufen ganz gut, unser Stand ist halb leer. Aber man hört es an meiner Stimme und man hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund. Es ist super laut und ich werde schon ein bisschen heiser. Da im Hintergrund ist übrigens Effekan, klängert irgendwann. Und da sitzt Arthur. Also Tomaten geht mal gar nicht weg, da sind vielleicht 8 Stück weg, aber sonst die ganzen ausgefallenen Sachen, Erdnüsse und sowas, das ist gut weggegangen. Jede Menge Zimmerpflanzen, also das ist wirklich das Geschäft, was boomt, aber ich zeige euch auch mal die Preise, Wahnsinn. Wenn man hier so guckt, so eine kleine Pflanze, da kostet 65 Euro. Wahnsinn. 20 vor 2 und erst jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob man mir das anhört, aber ich bin extrem heiser, denn es ist einfach saulaut hier drin und wir müssen so reden, so laut reden, dass man uns überhaupt hier versteht. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar andere Stände, denn es ist ein bisschen leerer geworden. Wir gehen mal einmal rum. So, hier gibt es auch Gurken, da gibt es auch Tabak. Hier Salat. Und das ist hier so ein ganz spannendes Bewässerungssystem mit Regenrinnen. Und das Wasser da hinten aus dem Eimer kommt immer wieder durch. Auf jeden Fall mal spannend, aber ich glaube nichts für so einen großen Garten. Wir haben 15.30 Uhr und jetzt ist so das meiste gewesen. Wir können das erste Mal richtig durchatmen. Und ich weiß gar nicht, ob die Aufnahmen was geworden sind, wie das vom Ton war. Aber es war echt richtig laut hier teilweise. Ich bin schon richtig heiser davon, vom ganzen Reden. Aber die Botanik hat sich auf jeden Fall gelohnt. Viele Zuschauer getroffen, ein paar Fotos gemacht, viele Pflanzen auch wohl verkauft. Wir sind ungefähr die Hälfte losgeworden. Ja, und den Rest, den bringen wir jetzt gleich in den Garten. Und ja, wenn jetzt nichts Spannendes mehr kommt, würde ich schon sagen, das war's für die Botanika. Ein etwas kleinerer Film. Aber trotzdem war es schön, hier gewesen zu sein. Danke auch an die ganzen Organisatoren von dieser Veranstaltung, an Frank und Christian. Und danke, dass wir hier sein durften. Ja, morgen ist ja mein Jungpflanzenverkauf, das seht ihr im nächsten Video. Nächste Woche sind Arthur und ich schon in Erftstadt, da sind auch viele weitere Garten-YouTuber. Also nochmal die Einladung, kommt vorbei. Genau. Wolltest du noch was sagen? Wir sehen uns in Erftstadt, wenn ihr heute nicht hier wart. Wenn ihr heute nicht hier wart oder auch wenn ihr heute hier wart, ich hoffe, ihr kommt alle nach Erftstadt, großes Garten-YouTuber-Treffen. 2 Jahre jetzt pausiert und ich freue mich auf jeden Fall wieder. Du auch? Ja, auf jeden Fall.
dann kann es ja losgehen. Also, nächste Woche Sonntag, 15. Mai, kommt vorbei, öffentliches Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt. Bis demnächst und ciao.